Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. In dieser Folge möchten wir uns über das Thema Geschichtsdarstellungen in Spielen unterhalten. Dafür habe ich eine Interviewpartnerin da, die sich mit dem Thema auskennt, und zwar die Aurelia Brandenburg. Hallo Aurelia. Hi. Ja, ich würde einfach mal erst kurz anschneiden, ein paar Informationen über dich. Du kannst sie natürlich sehr, sehr gerne ergänzen, denn niemand kennt dich besser als du selber. Genau. Und zwar hast du Geschichte und Digital Humanities und Cultural Landscapes in Würzburg studiert. Da kannst du vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was genau Cultural Landscapes sind. Genau, und du hast auf deiner Webseite angegeben, dass du inzwischen bei den Game Studies gelandet bist. Und ich bin auf dich gestoßen, weil ich ein sehr interessantes Interview von dir gehört habe, wo du schon mal über das Thema Geschichtsdarstellung in Games gesprochen hast, und zwar auf der Plattform Insert Moin. Und möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was alles sonst noch in deinem Repertoire ist, weil deine Website listet ganz, ganz viele Sachen auf, und ja, was du davon am liebsten noch nennen möchtest? Ja, gern. Also erstmal kann ich erklären, was Cultural Landscapes ist. Ja. Es ist tatsächlich einfach ein Geschichtsmaster letztlich, den es eben in Würzburg gibt. Den gibt es nur in Würzburg in dieser Form. Und in meiner Ausrichtung war das eben ganz, ganz viel Geschichte und Digital Humanities, eben nochmal so, wie ich es auch im Bachelor studiert habe, nur eben mit mehr Freiheiten und ein bisschen mehr Anpassungsmöglichkeiten. Da hat dann auch unter anderem zum Beispiel ein Auslandssemester in den USA dazu gehört. So ein bisschen so ein Vorteil an genau diesem Masterstudiengang dann eben war. Ja, und letztlich so ein bisschen auch diese Kombi-Geschichte, DH, erklärt eigentlich auch so ein bisschen, was ich mache, beziehungsweise wie ich da gelandet bin. Also Digital Humanities ist immer so ein bisschen, also man kann es so ganz, ganz knapp, und das ist sehr verkürzend, aber ganz, ganz knapp als Informatik für die Geisteswissenschaften beschreiben. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ja, letztlich digitale Geisteswissenschaften. Das kann wirklich bedeuten, dass man eben programmiert. Das habe ich auch in dem Bereich auch schon gemacht. Es kann halt aber auch tatsächlich sein, dass man sich mit digitalen Kulturen, also ja, digitalen Kulturen, digitalen kulturellen Objekten, mit allem Möglichen in dem Bereich beschäftigt. Und auch das habe ich schon gemacht. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum ich als Historikerin, ich habe ursprünglich einen Hintergrund im Mittelalter tatsächlich, warum mich dann trotzdem eben ausgerechnet Spiele so sehr interessieren, weil eben Spiele genau diese Kombination daraus sind. Und so über die Schiene bin ich da eben auch rausgekommen. Ich beschäftige mich eben immer eigentlich mit Spielen aus historischer und oder geschichtswissenschaftlicher Perspektive, eben in der Form einmal auch mit der Geschichte der digitalen Spiele, aber eben auch damit, wie Geschichte in Spielen dargestellt wird. Und mich interessiert dann eben meistens vor allem, wie Gender und Queerness da dann dargestellt werden. Du hast ja auch eine Dissertation zu dem Thema Geschlechtergeschichte in digitalen Spielen geschrieben, bis zu den 2000ern. Willst du dazu auch was sagen? Wieso genau bis zu den 2000ern, hat mich gewundert. Geschrieben ist die noch nicht, die ist in progress. Und bis zu den 2000ern, beziehungsweise diese Grenze bis 2000, die kommt daher, dass ich in einem Forschungsprojekt arbeite, das heißt Confederatio Ludens. Und da geht es um die Geschichte, ja, von Spielen, also von digitalen Spielen selber, aber auch ihrer Entwicklung, ihren Kulturen, alles, was so dazugehört, in der Schweiz bis 2000. Und daher kommt diese Grenze so ein bisschen, auch weil es, aber auch abgesehen davon, macht es auch inhaltlich Sinn, da diese Grenze dann zu ziehen, um sich eben, ich sag mal, auf alte Spiele, wie man immer dann so ganz vage zusammenfassen kann, darauf zu konzentrieren. Wahrscheinlich auch, um es einfach ein bisschen einzugrenzen, weil es ja über die Jahre dann nochmal sich entwickelt hat, Komplexität vielleicht auch zugenommen hat. Genau. Und wieso genau das Thema Geschlechtergeschichte? Das kommt einfach daher, ich bin sowieso schon vor dieser Diss so in die Game Studies eben reingestolpert und habe mich immer dafür interessiert, ja, eben für Gender Studies und Spiele. Und da ist dann eben quasi, liegt Geschlechtergeschichte eben nahe. Und ganz davon abgesehen ist auch tatsächlich so, mich interessiert auch unabhängig von dieser Vorgeschichte sozusagen einfach sehr, wie tatsächlich Geschlecht auch als Kategorie, sage ich mal, so die Entwicklung des Mediums Spiel total geprägt hat. Weil wenn man auch nur mal, also ich beschäftige mich vor allem mit Spielemagazinen, und wenn man da auch nur einfach mal einmal einen Blick oder ein bisschen sich da mit den Magazinen beschäftigt, dann merkt man, dass da ganz, ganz viel in dieser Zeit am Passieren ist. Und
da auch ganz, ganz viel an spannenden Dynamiken drin ist. Und mein, das klassische Beispiel ist natürlich der viele Sexismus, den man in diesen Magazinen dann immer finden kann. Aber es gibt eben auch zum Teil, oder es lassen sich zum Teil eben auch feministische Interventionen finden. Und das ist auch immer super spannend. Mich interessiert tatsächlich auch so diese Dynamik, wie das überhaupt zustande kommen konnte. Mir fällt da spontan ein Video ein, was ich vor 2 Tagen gesehen habe, über die Entwicklung von der Darstellung von Lara Croft. So in den Anfangsspielen die hypersexualisierte, riesige Brüste, riesige Po und jetzt einfach eine normaler aussehende Frau. Ist wahrscheinlich auch etwas, was sich über die Jahre, wahrscheinlich auch nach den 2000ern, erst viel verändert hat, oder? Lara Croft ist sowieso ein unglaublich spannendes Beispiel immer, weil sie auf der einen Seite ist sie natürlich auch eine. Und es ist ja, die ist immer auch so ein Beispiel, die ganz, ganz viel natürlich auch von Frauen, die auch in den 90ern oder 2000ern mit Spielen sozialisiert wurden, die dann immer sagen, ja, das war eine Kick-Ass-Heldin. Also da gab es mal tatsächlich eine coole Frauenfigur, die man auch wirklich spielen konnte. Das ist eine Ausnahme und das war auch empowernd. Gleichzeitig, wenn man halt eben auch so ein bisschen reinguckt, was, also auch wie über Lara in Spielemagazinen zum Beispiel gesprochen wird, in der Werbung, wie die Spiele beworben wurden, dann ist absolut klar, die war halt als Eye Candy gedacht. Die war dazu gedacht, dass halt eben irgendwie, ja, dass die da sexy in möglichst knappen Kleidern und mit übergroßer Oberweite durch die Gegend hüpft und toll aussehen soll dabei. Und das ist, also deswegen ist auch diese Widersprüchlichkeit da eben gerade bei der Figur immer super spannend und klar. Also wie die jetzt heute aussieht, das verdeutlicht auch, wie viel sich da einfach in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat. Ach, ich würde mich auch gerne jetzt über dieses Thema unterhalten, aber wir haben dazu tatsächlich schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, das war unsere zweite, ich glaube, die hieß sogar Geschlechterdarstellung in Games. Da haben wir auch über Lara Croft geredet gehabt. Ja, heute möchten wir uns ja mehr über die Geschichtsdarstellung unterhalten. Vielleicht, wenn wir nochmal eine zweite Folge machen, gerne spreche ich dich da nochmal an. Aber ja, das zeigt schon mal, dass du dich sehr, sehr gut damit auskennst und das freut mich sehr. Und du hast ja gemeint, du hast dich auch auf das Mittelalter fokussiert, beziehungsweise das ist so dein Interessensgebiet. Möchtest du erzählen, in welchen Projekten du da vielleicht schon involviert warst oder inwiefern du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Also dazu muss man so ein bisschen wissen, ich habe tatsächlich als Historikerin wirklich im Mittelalter angefangen. Ich habe zum Beispiel lange an einer Burgendatenbank mitgearbeitet, deswegen habe ich immer so eine Liebe für Burgen zum Beispiel nach wie vor übrig. Also Burgen wie Pfeil und Bogen? Burgen wie Castle sozusagen. Also die Burgen, Festungen. Okay. Genau, also darüber und dann sowas habe ich eben gemacht und ich hatte eine ganze Weile auch tatsächlich so einen, einen ganz klassischen Uni-Job im Sinne von, ich war halt an einem Lehrstuhl angestellt, an dem es vor allem um mittelalterliche Geschichte ging. Und Spiele fand ich halt eben auch auf der Rezeptionsebene interessant und es war auch immer etwas, was die Studierenden in der Lehre sehr gern mochten. Auch weil da eben viele ins Lehramt gegangen sind und so fanden, ja, so irgendwie würden sie sich auch gerne mal wissenschaftlich mit Spielen auseinandersetzen im Studium. Und ich bin so ein bisschen unter anderem darüber, und dann eben so mit der DH-Schiene und alles, bin ich so nebenher an die Game Studies eigentlich gekommen. Und dann war es halt eben, lag es nahe, dass, weil sowieso mein Fokus als Historikerin auf dem Mittelalter lag, dann lag es halt eben auch nahe, mir dazu dann eben das Mittelalter in Spielen anzugucken. Und abgesehen davon ist es halt auch tatsächlich so, dass Mittelalterspiele wirklich den allergrößten Anteil an, oder vielleicht nicht den allergrößten, aber doch einen der größten Anteile an so Geschichte in Spielen überhaupt ausmachen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel so diese ganzen Weltkriegsshooter oder so, sozusagen was zahlenmäßig jetzt dann tatsächlich größer ist, aber das sind so die beiden Dauerbrenner-Themen in Spielen einfach. Hm. Mir fällt da immer als erstes Beispiel ein, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon, was da immer fällt, Assassin's Creed. Ich habe mal für die Landesanstalt für Kommunikation so ein Spielekonzept vorgestellt, das wurde dann abgefilmt, wo wir dann auch darüber geredet haben, wie geschichtlich akkurat das ist und welche Sachen aber verändert wurden. Zum Beispiel, die Pyramide wird höher gezogen, weil sie muss ein Orientierungspunkt sein. Heißt ja eigentlich nicht mehr geschichtlich akkurat, aber da stellt sich auch die Frage, okay, bis wohin muss die geschichtliche Akkuratität da sein? Und wo muss man den SpielemacherInnen auch einfach die Möglichkeit lassen, dass sie das Spiel spielbar machen? Ja, das ist immer so eine never-ending story, beziehungsweise so eine Frage,
die läuft letztlich immer darauf hinaus, dass Spiele sind einfach nicht historisch korrekt. Das können sie auch letztlich gar nicht sein. Das können auch in gewisser Weise nicht einmal Spiele, die wirklich als irgendwelche Education-Spiele entwickelt wurden. Es liegt einfach daran, dass Spiele dann eben auch selbst wenn sie sich noch so viel Mühe geben, noch so viel recherchieren, die müssen dann eben historische Themen zum Beispiel in Spielmechaniken übersetzen, in Grafiken, all sowas. Und da kommt dann natürlich auch noch dazu, dass wir ganz, ganz viel einfach auch nicht wissen. Aber wenn du halt eben ein Spiel entwickelst, musst du, also kannst du nicht sagen, das wissen wir nicht, sondern du musst die Lücken irgendwie füllen, weil du musst ja irgendwas präsentieren. Du musst ja irgendwas darstellen in irgendeiner Form. Das wird dann irgendwie möglichst plausibel gemacht und das ist auch vollkommen legitim, das dann möglichst plausibel zu machen oder eben auch zum Beispiel so eine Pyramide höher zu ziehen, damit man eben sich besser orientieren kann im Spiel. Das hat auch was damit zu tun, dass man eben mit diesem Spiel auch wirklich interagieren können muss. Es verdeutlicht aber auch immer sehr, sehr schön, dass diese Idee mit dem ja, also oder diese Idee, mit der ja auch zum Beispiel Assassin's Creed durchaus spielt, dieses begehbaren Geschichtsunterrichts, das ist eine schöne Idee oder auch dieser Zeitreise-Idee. Das sind alles nette Ideen, aber die halten halt nicht der Realität stand. Das ist eine Illusion letztlich. Und sehr viel spannender ist immer dann zu fragen, okay, dieses Spiel ist jetzt nicht ganz historisch korrekt oder es macht das und das anders. Das kann ich nachweisen, dass es das und das anders macht. Warum denn? Warum macht es das anders? Und das sind dann oft die sehr viel spannenderen Fragen. Es gab da zum Beispiel mal gerade zu Assassin's Creed, also zu Assassin's Creed Valhalla, gab es einen super spannenden Artikel von Dom Schott, der tatsächlich sich mal angeschaut hat, dem ist aufgefallen, weil er eben studierter Archäologe ist, dass es da eine Brücke im Spiel gab, die eigentlich, die hätte es dann nicht geben dürfen, sozusagen. Und dann hat der eben da recherchiert und nachgehakt und hat eben tatsächlich offenbar auch vom Studio die richtigen Leute dann irgendwie in den Mailverkehr reinbekommen, um dann eben draufzukommen, ach ja, das kam von den und den Inspirationen her, beziehungsweise das und das war die Idee dahinter. Die haben sich da schon was gedacht. Es war eben nur nicht dieses Korrektheitsding. Und das sind dann eben oft so die viel spannenderen Entscheidungen, die auch so ein bisschen verdeutlichen, wie interagieren A, SpielerInnen, aber B, natürlich auch EntwicklerInnen mit Geschichte. Hier noch als kleine Nebeninformation, passt ganz gut. Unsere letzte Folge war mit Domshot, heißt, da kann man auch mal rein, Ah, super. wenn man will. Ja, und würdest du sagen, dass, wir hatten das ja jetzt schon, dass du gesagt hast, es ist interessanter, sich anzugucken, was haben sie dargestellt und was ist tatsächlich anders. Würdest du sagen, dass es sich trotzdem als Medium gut eignet, wenn du dich jetzt in deine Schulzeit zurückversetzt fühlst, um Geschichte beizubringen? Weil ich kann sagen, alles, was ich in Spielen gespielt habe, in einem Film gesehen habe, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist mir alles viel mehr in Erinnerung geblieben und verfälscht wahrscheinlich sogar den Wahrheitsgehalt von den tatsächlichen Ereignissen von damals, weil ich habe halt noch ganz klassisch aus einem Buch gelernt und da war alles irgendwie Fantasie in meinem Kopf. Ich würde mal sagen, dass Spiele nicht besser und nicht schlechter als irgendein anderes Medium sind. Die haben da eben bestimmte, oder sie bieten bestimmte Herausforderungen, sie machen bestimmte Dinge anders. Und manchmal kann man mit Spielen Dinge verdeutlichen, die man mit Büchern nicht so leicht verdeutlichen kann, während man mit Büchern andere Dinge besser verdeutlichen kann, die Spiele nicht so gut können. Es ist eher immer eine Frage der Einordnung. Also wir haben zum Beispiel auch mal beim Arbeitskreis Geisteswissenschaften und digitale Spiele ganz bewusst eine kleine Streamreihe aufgezogen. Da haben wir Crusader Kings 3 gemeinsam gespielt. Und wir sind da rangegangen mit dem Ziel, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 5 SpielerInnen, die starten alle mit ihrer eigenen Dynastie. Und das sind alles Leute, die ein bisschen Ahnung von Mittelalter haben. Und das Ziel ist sozusagen, oder jede Person kriegt eben mit ihrer Dynastie irgendein Ziel vorgesetzt, was mit den Spielmechaniken geht, aber nicht so einfach zu erreichen ist. Zum Beispiel eben die Reformation einfach mal vorverlegen oder das Heilige Römische Reich kaputt machen, indem man die Kaiserkrone den Habsburgern schon viel früher als eben in der frühen Neuzeit, also auf den Kopf setzt und sowas. Oder ich habe dann tatsächlich da eine Position übernommen, ich habe ein Matriarchat einfach mal im Mittelalter gegründet. Und die Idee war da eben ranzugehen an dieses Spiel, das ja auch mit bestimmten Klischees und Mittelalterbildern arbeitet, diese Mittelalterbilder bis zu einem gewissen Grad zu brechen und das dann eben dabei zu kommentieren und einzuordnen, um eben genau zu verdeutlichen, okay, warum gehen jetzt eigentlich Leute, die professionell was mit Mittelalter machen,
daher und brechen diese Klischees oder auch die Dinge, die das Spiel uns vorsetzt, auf diese Art und Weise, wie wir es getan haben. Und das kann eben, also das ist jetzt ein Stream-Format, was auch ganz gut funktioniert hat und positives Feedback uns eingebracht hat. Aber solche Dinge, wenn man da eben kreativ ist und eben klug auch mit den Spielen umgeht und sie eben auch ernst nimmt, dann kann man da sehr viel machen. Es ist nur im Moment auch noch nach wie vor, oder nach wie vor sind wir so ein bisschen an dem Punkt, an dem wir, oder sozusagen, an dem da eben auch noch viel Luft nach oben ist, auch noch viel ausprobiert werden kann, an dem es noch wenig Best Practices, was dann wirklich auch funktionieren kann, also es da wirklich so wenig gibt. Das liegt natürlich auch daran, dass einfach Spiele als Medium auch ganz unterschiedlich mit Geschichte interagieren. Wenn ich eben zum Beispiel ein Pentiment streame oder versuche, ein Pentiment irgendwie einzusetzen, um was über die frühe Neuzeit zu erklären, dann habe ich schon allein mal ein ganz anderes Spiel als Basis, als wenn ich mit einem Crusader Kings 3 oder was arbeite. Was man dazu auch sagen kann, wir haben uns ja auch viel mit Serious Games oder Spiele, die auch extra für den Bildungsbereich programmiert wurden oder gemacht wurden, auseinandergesetzt. Und der Wille, den Lerninhalt so gut wie möglich zu vermitteln, stößt halt oft an die Grenze, dass das Spielerlebnis dadurch eben drunter leidet und auch die Serious Games oft nicht das Budget haben, das dann doch so interessant zu verpacken, dass die Leute das dann gerne spielen. Heißt, das ist ein Kompromiss, der durch die Programmierenden dann immer nochmal mit beachtet werden muss und mit dem du vielleicht auch konfrontiert wurdest. Ja, sagen wir es so, diese Art von Probleme verdeutlichen eben auch immer so ein bisschen die Grenzen dessen, was Serious Games auch als Konzept leisten können. Das ist immer ein schönes Argument, mit dem sich irgendwer, der Bildung vermitteln will, dann rühmen kann, so nach dem Motto, hey, wir haben ein Serious Game zu dem Thema entwickeln lassen. Diese Spiele können aber dann im Zweifelsfall, wenn sie nicht irgendwie klug eingesetzt werden, auch klug in Kontexte eingebettet werden, zum Beispiel, weil man sie eben in einer Ausstellung direkt spielen kann oder sowas, dann können die halt auch einfach nicht mit den Marketingabteilungen von großen Blockbustern konkurrieren und erst recht nicht mit den, ja, auch mit dem Game Design, dem technischen Know-how, all dem, da gehen die halt unter. Wenn es nur darum geht, was solche Spiele eben leisten können, ist oder potenziell leisten könnten, wäre eben clever zum Beispiel mit Game Design umzugehen und clevere Mechaniken einzubauen. Beziehungsweise bin ich auch immer so ein bisschen der Ansicht, oft ist es oder kann man mehr erreichen und interessantere Dinge machen, wenn man diesen Serious Game Begriff vermeidet, beziehungsweise dieses Label gar nicht so hoch hängt. Ich muss da immer an so etwas denken wie Through the Darkest of Times, was als Spiel nie, also die EntwicklerInnen, die haben das ja nie als Serious Game betitelt, das wollten die auch nicht machen, deren Intention war, letztlich ein antifaschistisches Spiel zu machen, aber sie haben halt eben versucht, auf eine clevere Art und Weise dann eben NS als Thema in Spiele zu bringen und damit wahrscheinlich ziemlich viel, auch gerade im Bildungsbereich, einfach an Raum, zumindest im deutschsprachigen Raum dann mal, an Raum auch in der Diskussion gewonnen. Und das ist etwas, was dann ohne dieses Korrektheitsversprechen oder das Versprechen von der Zeitreise oder so auskommt, aber eben letztlich sehr viel leistet in dem Bereich mal. Oft ist es ja so, dass in Diskussionen über Videospiele verlangt wird, die Spielemachenden sollen in die Verantwortung gezogen werden, dies so darzustellen. Ob das bei Geschlechterrollen so ist, ob das bei historischer Darstellung ist oder jegliches anderes Thema. Da kommt ja oft dieses, die müssen das jetzt aber so machen, weil wir wünschen uns das gerne. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen, für mich hat sich rauskristallisiert, dass man die ja eigentlich nicht so in die Verantwortung ziehen kann, einfach weil sie ja auch begrenzt in dem sind, wie sie die Spiele darstellen können. Oder wie empfindest du das? Teils, teils. Also man sollte Studios schon immer in die Verantwortung nehmen, dass sie zumindest mal begründen können, wie sie damit umgehen, wie sie mit Geschichte umgehen, was sie wie machen. Weil es eben doch nicht ganz unproblematisch auch ist, wie wir die Vergangenheit imaginieren. Gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich so, dass selbst so dieser Anspruch auf, was ist denn jetzt die Wahrheit,
ganz oft nicht so einfach zu verargumentieren ist, wie man sich das dann vorstellt. Also so ein schönes Beispiel, gerade so im Kontext von Spielen, ist da eben Kingdom Come Deliverance als eben Mittelalter-Rollenspiel von vor ein paar Jahren, das vor allem deswegen ein bisschen auch Schlagzeilen gemacht hat, weil der Chefentwickler eben, sagen wir mal, als rechtsoffen gilt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das Spiel selber hat auch, ich habe mir das angeguckt, das hat ein vorsichtig formuliertes altbackenes Mittelalterbild mit einigen wirklich problematischen Teilen, zum Beispiel eben ein wirklich sexistisches Frauenbild. Es gibt da eben, oder man kann sehr gut eigentlich auch gewisse Rassismusbilder verargumentieren. All sowas steckt da drin. Der Knackpunkt an der ganzen Diskussion war aber immer so ein bisschen, dass halt eben besagter Chefentwickler immer die ganze Zeit dann von sich gegeben hat, ja, aber das war so. So ist, war eben das Mittelalter. Ich stelle hier die, nur die Realität mit meinem Spiel dar. Ihr seid diejenigen, die da versuchen, eure linksgrün versiffte Perspektive mir aufzudrücken, zum Beispiel. Also das war so ein bisschen der Tenor da. Und damit lag er falsch, wenn man zum Beispiel in die Forschung guckt. Das, was der da als, als Realität versucht hat zu verkaufen, das ist sehr viel komplexer und es funktioniert nicht so, wie er das versucht hat darzustellen, auf gar keinen Fall. Aber das Problem ist eben wirklich, wir wissen nicht mit Sicherheit, wie es war. Das heißt, wenn dann so eine öffentliche Diskussion vom Zaun gebrochen wird, da gibt es in manchen Nuancen zumindest sehr viel Diskussionsspielraum beziehungsweise auch sehr viel Spielraum, wie so eine Diskussion verlaufen kann und wem geglaubt wird. Und das macht eben dieses, die EntwicklerInnen in Verantwortung nehmen, dass sie die Geschichte hier irgendwie richtig darstellen sollen. Zumal es auch immer, also gerade so die Geschichtswissenschaft behandelt Geschichte in der Regel inzwischen auch nicht als die Geschichte, sondern eben multiperspektivisch. Das heißt, es kann immer verschiedene Perspektiven auf dasselbe Ereignis gleichzeitig geben. Egal, wie man die dann aus der im Nachhinein dann jeweils bewertet, diese Perspektiven, aber sie existieren erstmal. Und all diese Dinge, die machen dann solche Diskussionen unglaublich schwierig. Und das hat sich auch zum Beispiel bei der Kingdom Come Deliverance-Debatte gezeigt, weil das dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass als die Kritik dann groß im Raum stand, dann hat eben auch zum Beispiel die Spielepresse große Überprüfungen gemacht und hat eben in vielen Fällen HistorikerInnen auch tatsächlich konsultiert. Allerdings HistorikerInnen, die nicht auf die Rezeption des Mittelalters spezialisiert waren, sondern eben auf die Zeit selber. Und wenn du denen dann so die Frage stellst, keine Ahnung, hätte es kämpfende Frauen im 15. Jahrhundert in Böhmen geben müssen, dann sagen die, also müssen schon gar nicht. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Das geht allerdings natürlich dann an der Kritik und der Diskussion, die bei, auf der Rezeptionsebene stattfindet, dann wieder vorbei. Kannst du das näher ausführen mit der Rezeptionsebene, also auch diese verschiedenen Ansichten ja. davon, wie Geschichte stattgefunden hat? Woher kommen diese verschiedenen Perspektiven? Also erstmal gerade kurz das mit der Rezeption. Das bezieht sich einfach nur darauf, dass es eben eine unterschiedliche Ebene ist, ob ich mich damit beschäftige, was jetzt in der Forschung zumindest mal als das angesehen wird, wie, was passiert ist sozusagen. Und die Rezeption bezieht sich dann immer darauf, wie ist man später, mit, hat man mit dieser Geschichte, mit diesen Narrativen interagiert. Also beim Mittelalter ist immer so der Klassiker, den man da immer heranziehen kann. Ich habe das historische Mittelalter und ich habe dann zum Beispiel das, wie die Nazis sich das Mittelalter vorgestellt haben und was die dann ideologisch daraus gemacht haben. Sowas. Das ist so der klassische, also das klassische Beispiel, was man da heranziehen kann. Und das andere mit der Multiperspektivität, das ist immer so ein bisschen, das ist dieses, oder sozusagen, das ist so ein bisschen so ein kompliziertes Ding, was auch daher kommt, dass Geschichte, wenn man sich damit intensiver beschäftigt, oft sehr widersprüchlich ist. Ich kann eben, wenn ich es möchte, kann ich in ganz vielen Fällen sich widersprechende Quellen finden und muss dann halt, habe dann zum Beispiel zwei Texte, zwei Berichte, die über dasselbe Ereignis, über dasselbe Phänomen oder sich damit beschäftigen und muss dann entscheiden, okay, was ist denn jetzt richtig? Und in ganz vielen Fällen, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass eine Quelle irgendwie bewusst lügt oder manipuliert hat oder sowas, in ganz vielen Fällen ist es einfach so,
beides ist gleichzeitig auf seine Art und Weise wahr, weil zum Beispiel die eine Quelle aus einer anderen Region war, wo dann die Leute ein Ereignis ganz anders erlebt haben. Oder man kann es auch jetzt, wenn wir es mal in die Gegenwart reinheben, wenn wir jetzt mal sozusagen das Szenario heraufbeschwören, HistorikerInnen erforschen in 100 Jahren die Corona-Krise oder die Pandemie. Und die suchen sich dann halt eben Tagebucheinträge von Leuten aus, die das erlebt haben. Die werden alle ganz unterschiedlich aussehen und die werden auch je nachdem, wie diese Leute die Pandemie bewertet haben, ganz unterschiedlich in ihren Schlüssen über die Pandemie aussehen. Und das ist so ein bisschen das, worauf das abzielt. Bedeutet, das Problem der Diskussion ist dann immer, dass die Spielemachenden sich ja quasi eine Version oder eine Perspektive aussuchen können oder auch müssen, um es darstellen zu können und auch gar nicht alle verschiedenen Versionen miteinander kombinieren können, oder? Genau, das ist ein Faktor des Themas, beziehungsweise es ist eben auch das, trägt dazu bei, das können dann natürlich auch Leute ausnutzen und sich darauf dann zurückziehen und so tun, als ob sie da, also wenn sie eigentlich zum Beispiel mit bösem Willen irgendwas verzerren, als ob das ja, aber es liegt ja auch nur dran, ist halt hier nur diese Perspektive. Und hast du Beispiele dafür, wo deiner Meinung nach das in Spielen sehr gut gelungen ist, die geschichtliche Wahrheit so gut wie möglich darzustellen? Ich tue mich immer schwer mit diesen Spielen, also so mit diesen Beispielen für Spiele, die irgendwas mit Wahrheit gut machen würden. Weil am Ende, wenn man danach sucht, findet man Fehler, was auch immer sie sein sollen. Aber ein Spiel, was tatsächlich ein paar interessante Kniffe gemacht hat, war tatsächlich Pentiment. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure, das in einem fiktiven Dorf in Oberbayern Anfang des 16. Jahrhunderts spielt. Und was da ganz spannend war, ist, dass es tatsächlich dass man tatsächlich merkt, dass das Studio sich sehr viel Gedanken, oder dass man sich beim Writing sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, auch was so der Zeitgeist eben dieser Zeit war, wie die Leute haben vielleicht gedacht haben und sowas. Also da sind sehr viele interessante Ansätze drin. Und obendrein ist es tatsächlich auch noch so, dass das Spiel sehr interessant auch gerade mit Bildung umgeht. Und das ist dann so ein bisschen so eine Designebene, auch damit, wie die Figuren einander wahrnehmen. Es ist zum Beispiel so, je nachdem, als wie gebildet die Hauptfigur die anderen Figuren wahrnimmt, verändert sich die Schrift in den Sprechblasen, mit denen die Figuren sprechen. Und dann gibt es zum Beispiel einen Adligen, den man treffen kann. Da merkt dann eben der Protagonist im Gespräch, oh, der hat ja studiert. Der ist ja viel gebildeter. Und dann ändert sich die Schrift zum Beispiel. Und das sind so interessante Kniffe, mit denen man eben auch zum Beispiel ganz im Detail verdeutlichen kann, wie wichtig zum Beispiel auch gerade im Mittelalter und früher Neuzeit war, wo man denn gesellschaftlich überhaupt stand. Auch eben, wie wichtig zum Beispiel die Ständegesellschaft war und was für Einfluss es hat. Und das versucht es dann irgendwie in gewisser Weise ein bisschen zu übersetzen. Das ist ein Detail, das wird auch als dieses Detail wenig Leuten auffallen, aber das sind halt eben dann interessante Kniffe. Du bist ja auch im Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele. Möchtest du uns was zu dem Arbeitskreis erzählen und was genau, womit ihr euch da auseinandersetzt? Ja, sehr gern. Also wir sind frisch umbenannt im Arbeitskreis Geisteswissenschaften und digitale Spiele, weil wir... Ah, okay. Ja, wir sind inzwischen nämlich ziemlich groß und haben auch... Also der Arbeitskreis hat tatsächlich als Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele angefangen. Das war tatsächlich mal eine reine Gruppe aus HistorikerInnen, also in der Gründung tatsächlich Historikern, die eben sich für Geschichte und Geschichtswissenschaft und Spiele interessiert haben und dann sich miteinander vernetzen wollten. Und inzwischen haben wir eben auch ganz viele Leute aus anderen Disziplinen drin. Geschichte ist immer noch in der Regel das verbindende Element für uns. Also uns interessiert eigentlich alle, auch wenn jemand aus einer anderen Disziplin kommt, interessiert eigentlich immer irgendwie die Geschichte von oder mit Spielen. Und in erster Linie, oder so das Wichtigste, glaube ich, was der AK erst einmal so auch forschungsintern, gerade im deutschsprachigen Raum, leistet, ist, dass wir uns vernetzen. Es bringt halt einfach ganz viele Leute zusammen,
die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, auch gerade weil Game Studies und also in der Geschichtswissenschaft sowieso, aber auch sonst ganz, ganz wenig institutionalisiert sind. Das heißt, es ist ganz selten so, dass es mal ein Institut irgendwo gibt, wo wirklich Game Studies mit Stellen ausgestattet ist. Das heißt, wo jemand nur Game Studies machen kann und sonst nichts und das wirklich als Job haben kann. Oder studieren sowieso in allermeisten Standorten komplett unmöglich. Das heißt, da muss man eben so ein bisschen auch Austauschformate selber entwickeln. Und da ist eben der AK so ein Forum, wo sich einfach die richtigen Leute untereinander finden können. Und das andere, was wir machen, ist, wir arbeiten halt dann eben auch gemeinsam an Publikationen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen gemeinsamen Sammelband veröffentlicht. Wir haben einen Blog, auf dem regelmäßig Texte online kommen. Wir machen auch so Sachen wie Nachwuchsförderung. Das heißt, wir haben zum Beispiel mal eine Studierendenkonferenz organisiert, die war komplett online, damit auch wirklich Studis unabhängig davon, wie viel Geld sie eben haben, da auch dann teilnehmen können, weil man eben dann keine Anreise oder so hatte. Und da war es dann tatsächlich so, da durften dann oder haben sich Studis tatsächlich mit Abstracts und Vorträgen beworben und durften dann eben da voreinander, aber auch eben vor ZuhörerInnen, die weiter in ihrer eigenen Karriere waren, durften dann eben ihre eigene Arbeit präsentieren, haben Feedback bekommen und viele von denen sind dann eben danach tatsächlich in den AK eingetreten. Die sind eben auch Teil des AKs, weil das eben auch immer so die Idee ist, also Studierende sind ein ganz normaler Teil der Forschung, auch die sollen da zum Beispiel nach Literaturtipps fragen können in diesem Rahmen. All sowas. Und dann noch ganz davon abgesehen, bevor ich das vergesse, wir machen auch tatsächlich oder sind auch auf Social Media natürlich präsent, haben zum Beispiel einen YouTube-Kanal und Twitch und alles, also. Ich fand vor allem den letzten Beitrag über das Holocaust-Museum in Battle Royale sehr interessant, also die Idee davon. Möchtest du da nochmal näher drauf eingehen? Das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her, also der Beitrag ist jedenfalls am 1. November letzten Jahres rausgekommen. Ja, den Beitrag oder sozusagen so die Entstehung des Beitrags habe ich auch tatsächlich aus der Nähe so ein bisschen mitverfolgt, weil ich das Thema selber sehr spannend fand, aber ich bin eben selber keine NS-Historikerin, das heißt, ich kann ganz, ganz viel von dem, was eben in diesem großen Themenkomplex von NS in Spielen immer stattfindet, oder auch gerade Shoah in Spielen, kann ich dann oft gar nicht so im Detail einschätzen, aber wir haben eben sehr viele, sehr kompetente KollegInnen dazu im AK. Und da war es dann tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, wir haben intern ziemlich viel, gab es so ein bisschen Diskussionen. Man hat so mehrmals gemerkt, okay, da gab es eine Newsmeldung zu dem Holocaust-Museum oder dem sogenannten Holocaust-Museum von Luc Bernard, also der da tatsächlich so eine Art Ausstellung eben in Fortnite auf die Beine gestellt hat, die man da eben in Fortnite besuchen kann. Und wir haben halt intern gemerkt, okay, das interessiert einige bei uns und da haben auch einige unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben mal gesammelt, okay, wer hätte denn gerade Zeit, mal ein kleines Kurzstatement dazu zu schreiben? Haben dann eben gemeinsam so einen Blogpost daraus gebastelt. Der ist dann in dieser Reihe Stimmen aus dem AKGWDS erschienen. Das ist eine Reihe, die wir haben, in der wir dann immer mal wieder, wenn es irgendwie ein Spiel gibt, was gerade, bei dem es gerade mal interessant wäre, so ein bisschen unterschiedliche, auch fachliche Positionen zu sammeln. Da gibt es dann, oder machen wir dann immer mal wieder so Blogposts, wo es dann eben so verschiedene Kurzstatements zusammen gibt. Genau, und die das dann einordnen. Ich fand die Idee von dem Holocaust-Museum so alt, ich habe selber Fortnite schon lange nicht mehr gespielt, aber die Idee davon eigentlich sehr gut, weil es halt in so einem präsenten Spiel vorhanden ist. Also dazu sei gesagt, ich habe selber nicht gespielt oder ich habe selber nicht angeschaut, aber schon allein dieses Ding, dass ich jetzt gerade instinktiv gesagt habe, ich habe selber nicht gespielt. Obwohl, also es ist eigentlich ja nach dem, was ich eben auch zum Beispiel durch diesen Beitrag dann eben auch über Videoaufnahmen von KollegInnen so mitbekomme, ist es ja eben eine Ausstellung, die man eigentlich begehen soll. Also auch gar nicht spielen soll, wie man Fortnite spielt, sondern man soll da durchgehen. Und diese Impulse dieser Art sind wichtig und es ist auch wichtig, dass es durchaus Experimente gibt, um auch zu gucken, wie man eine breite Öffentlichkeit erreichen kann. Aber gerade dieses sogenannte Holocaust-Museum
hat eben auch, oder da gibt es eben Punkte, auch da verweise ich dann im Detail auf diesen Blogpost, weil da ist es besser formuliert und eben auch von Leuten geschrieben mit mehr Ahnung. Es gibt aber eben trotzdem Punkte, die man da auch dran kritisieren kann, vor allem eben zum Beispiel so Dinge wie die Zugänglichkeit, weil halt, also da überhaupt mal drauf zu kommen, wie kann ich denn diese Ausstellung mir ansehen, da muss ich schon ziemlich viel wissen. Muss ich mich schon ziemlich gut auskennen, entweder mit Gaming oder eigentlich auch schon mit Fortnite. Das ist nicht so unglaublich easy. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass es ein bisschen schräg natürlich ist, ein Spiel wie Fortnite dafür als Basis zu nehmen. Genau, also das auch, ja, das ist auch dann noch offenbar in den Details, zumindest war es in einer Version im November offenbar auch noch nicht so richtig ausbalanciert, dass du zum Beispiel nicht jedes Interview gut verstehen konntest, weil irgendwie ein Wassersound im Hintergrund noch immer sehr, sehr laut lief, die Texte nicht immer gut zu lesen waren. Also es ist so ein bisschen weit gespannt, was man da dann auch noch ein bisschen kritisch einordnen kann. Solche Projekte, das muss man ihnen dann lassen, die treten ganz oft wichtige Türen ein, weil dann halt einfach mal Leute öffentlichkeitswirksam Dinge machen. Gleichzeitig ist aber auch wirklich so, auch gerade wenn man so auf diese Ausstellungsebene geht, was das digitale Präsentieren von Wissen auch im 3D-Raum angeht, da ist eigentlich auch dieses ganze Feld sehr viel weiter als das, was dieses sogenannte Holocaust-Museum macht. War wahrscheinlich auch nicht primär jetzt von Epic Games in, ja, die Intention, dass man jetzt so gut wie möglich das darstellt und so gut wie möglich dem dient, über den Holocaust aufzuklären, sondern wahrscheinlich einfach als nettes Feature gemeint. Es war ja tatsächlich als Aufklärungs... oder die Idee ist tatsächlich ja, da aufzuklären. Also wie gesagt, der Entwickler, der dahinter steht, der hat auch vorher schon ein Spiel über die Shoah gemacht. Und der verfolgt das wirklich mit dieser Intention. Epic wiederum, ich weiß auch gar nicht, wie die da genau zueinander in Verhältnis stehen, wie ob Epic da einfach nur gesagt hat, ist okay, mach mal. Oder ob die da auch tatsächlich irgendeine Kooperation wirklich da ausgekartelt haben. Aber dass Epic da das nicht großartig interessiert, ist relativ klar. Aber man muss schon festhalten, dieses Museum hat schon eine sehr, sehr klare, aufklärende, auch revolutionierende Intention. Wie gut die funktioniert, steht auf dem anderen Blatt. Wird sich vielleicht auch erst noch rausstellen. Da wird wahrscheinlich auch dann mit der einkommenden Kritik wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dran gearbeitet. Und immerhin hat Epic Games, wenn sie das möchten, die Ressourcen dafür, das nochmal zu verbessern. Genau, also wie gesagt, ich glaube, das Wichtige an Projekten wie diesen ist immer, dass sie mal eine Tür aufmachen und das Feld weiter öffnen und dann weitere Ideen reinkommen können. Ich meine, wie gesagt, mit NS-Geschichte ist es immer natürlich, oder ist die Fallhöhe sehr hoch im Zweifelsfall. Das hat man auch gesehen, es gibt immer mal wieder dann auch Spiele und Studios, die selber sich dann sehr in die Nesseln setzen, weil sie eben nicht genug darüber nachgedacht haben offensichtlich, was sie da verarbeiten. Und gerade eben, wie gesagt, bei NS-Geschichte ist dann die Kritik zu Recht, im Zweifelsfall sehr scharf. Aber wir stehen auf jeden Fall da, was dieses ganze Feld, auch wie man auch verantwortungsbewusst mit Spielen und Geschichte umgehen kann, was dieses ganze Feld angeht, stehen wir auch nach wie vor noch am Anfang. Also das wird sich jetzt erst zeigen, was da überhaupt geht und nicht geht. Und sowas wie Voices of the Forgotten ist da ein Beispiel, vielleicht mal ein mehr, mal weniger wichtiger Meilenstein, der da halt eben in diese Entwicklung reingehört. Denkst du, es macht auch einen Unterschied in unserer Wahrnehmung als deutsche Bevölkerung in der Art und Weise, wie die Amis jetzt zum Beispiel die NS-Zeit darstellen? Weil aus deren Perspektive ist das ja nochmal eine andere Geschichte, als Gewinner da reinzugehen. Und bei uns ist das ja sehr viel mehr, ich sage jetzt mal, empfindlicher, viel mehr schambehaftet. Und da ist wahrscheinlich auch nochmal ein sehr großer Unterschied in dem, wie man es darstellen würde. Ja, das ist dann immer so der Punkt mit der Intention und auch der Herangehensweise von EntwicklerInnen. Voices of the Forgotten ist da insofern ein ganz gutes Beispiel, weil eben, wie gesagt, der Entwickler dahinter, Luc Bernard, der ist auch eben auch auf Twitter sehr sichtbar, und der hat eben zum Beispiel, oder der zitiert immer
Statistiken darüber, dass so und so viel Prozent der AmerikanerInnen ein sehr geringes Wissen über die Shoah und die NS-Zeit haben. Und das will der damit auch bekämpfen mit so Projekten wie eben Voices of the Forgotten. Und das macht die Stoßrichtung, mit der er da arbeitet, eben zu etwas komplett anderem, als wenn, oder auch, macht so etwas komplett anderem, als so etwas wie eben Through the Darkest of Times, die sich ja eben als deutsches Studio auch stark in einen deutschen Diskurs eingemischt bzw. darin positioniert haben, die ja auch ein sehr wichtiges, Through the Darkest of Times war ja auch ein sehr wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin, dass Hakenkreuze in Spielen dargestellt oder jetzt abgebildet werden dürfen, ohne dass es indiziert wird. All solche Sachen. War, glaube ich, das Erste, oder? Ja, war das Erste. Ja, ja, spannend. Soweit bin ich mit meinen Fragen durch. Danke auf jeden Fall schon mal für den Einblick in deine Arbeit. Gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Vielleicht nur das, weil ich das immer und immer wieder bei Vorträgen zum Beispiel auch erzähle, dass tatsächlich, dass es viel interessanter ist, sich damit zu beschäftigen, wie Spiele mit Geschichte umgehen, als jetzt auf die Zeitreise zu hoffen, weil die Zeitreise oder die Zeitmaschine, die gibt es leider einfach nicht. So schade das für viele Leute, glaube ich, ist. Als Historiker möchte ich immer eigentlich gar keine Zeitmaschine haben. Aber echt, wäre das nicht das ultimative Ding, sich anzugucken, wie es tatsächlich war? Wie gesagt, ich habe viel Zeit mit Mittelalter verbracht. Ich glaube, ich möchte das nicht. Okay, ja gut. Ja, aus der Perspektive betrachtet will man das wahrscheinlich einfach auch nicht mit. Ja, aber wie gesagt, das Interessantere ist immer tatsächlich auch, wie wir in der Gegenwart mit Geschichte interagieren, was das auch für uns bedeutet, warum wir uns überhaupt auch für Geschichte interessieren. Einfach auch immer als Gesellschaft, als Menschen so ein bisschen, weil egal wie viel heraufbeschworen wird, Geschichte sei ja langweilig und Zahlenauswendiglernerei, es gibt immer Unmengen an Leute, die Geschichte studieren wollen. Und das ist nicht nur, weil man das auf Lehramt machen kann. Also da gibt es halt ein großes Interesse da, das verdeutlichen auch Spiele wie eben Assassin's Creed und sowas. Und das sind so diese Bereiche, die eigentlich viel interessanter sind als so die Korrektheitstests von wegen, ja, war das aber jetzt wirklich so? Ja, Aurelia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke. Ich werde deine Seite und auch die Artikel, die wir jetzt erwähnt haben, sowie die Spiele nochmal in der Beschreibung verlinken. Wenn man dich finden möchte, wo kann man dich überall finden? Im Zweifelsfall auf Social Media, da bin ich immer als HKB ohne Name unterwegs oder einfach auf meiner eigenen Website aureliabrandenburg.de. Super, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.